Jo. Herzlich willkommen, schönen guten Tag zur Vorlesung Gaming und Skill 101 in Zusammenarbeit mit dem Kurs Gaming und Wortspiele. Vorlesung Nummer 1: Wie du mir, so ich mir. Wir legen los. Letzte Folge haben wir Kanye verloren. Sie wurde leider versteinert. Heißt jetzt nur noch Kanye fest. Und wir wollen sie befreien. Deswegen sind wir auf dem Weg zu Emil. Haben noch. Ja, wir haben noch auf dem Weg unsere Schwester verloren. Und wollen diese jetzt auch finden. Mittlerweile sind, glaube ich, 5 Jahre vergangen. Was eine echt lange Zeit ist, und man sieht es auch direkt an unserem Charakter. Zeig dich mal. Schöner. Schöner Mann. Ne, wir sind auch ein bisschen älter geworden, haben eine coolere Rüstung. Die Unterhose ist immer noch zu sehen. Ist wahrscheinlich so ein kleiner Tribut an Kanye. Aber wir sind ein bisschen cooler geworden. Von unserem Movement her. Denke ich mal. Und ich freue mich, dass es weitergeht. Heute 2 Stündchen, 1-2 Stündchen hier, abends Resident Evil Village. Und heute zum ersten Mal hier mit Kamera. Kann man sehen, wie ich Schattenschnetzel und dabei ganz angestrengt gucke. Na, okay. So, normal ist hier auch irgendwo noch ein Miniboss. Aber heute anscheinend nicht, oder jetzt nicht, ist wahrscheinlich einer dieser random Encounter. Ist mein... Soll man die Kamera ein bisschen weiter weg machen? Ja, muss gucken, dass ich auch ganz im Bild bin. Ja, das wird schon gehen. Man muss ja auch nicht alles von meinem Gesicht sehen, das nimmt ja auch sehr viel ein. Huch! Wer ist denn da? Hallöchen! Seid ihr nachgekommen? Seid ihr nachgespawnt? 3 Hits, das ist gar nichts hier. Ja, ich find's mal wieder cool, in der Third Person zu spielen. Resident Evil ist ja First Person und das ist vor allen Dingen auch so mit diesen Horrorelementen, macht mich das richtig fertig. Ich habe mich sehr oft erschreckt in der ersten Folge, aber da sind wir jetzt nicht. Wir sind bei Nier, müssen unsere Schwester wiederfinden und gehen jetzt erstmal zu Emil. Wir lassen jetzt die Schatten hier auch mal kommen. Hier steht mir auch nur blöd im Weg rum. Ich dachte eigentlich, boah, das Land wird überlaufen hier. Uiuiuiuiui. Soll ich die alle mitnehmen? Hab ich... Ah, ich hab Magie, ne? Ja. Hab ich mein Beyblade noch? Ja! Und auf geht's, Leute! Wundervoll. Die Attacke ist so gut. Die macht... Ich glaube, die macht kaum Damage, aber sie sieht einfach wunderschön aus. Guck dir das an. Die kommen auch gar nicht mehr an mich ran. Au! Gut, da steht er schon. Welcome, Sirs. Master Emil is waiting in his chambers. Sehr schön. Ja. Oh! Hey there, guys! Hey, Emil. It's been a while. Oh, yeah. I'm sort of special that way. Huh? Huh. Fair enough. Anyway, I hear you found a lead on undoing the petrification curse. Was meint er? Hollow Knight ein bisschen besser positionieren. Wenn ich ihn nicht verdecke.
Er kann noch ein Stückchen. Yes, take a look at this. Ja, so ist doch perfekt. There's a section of this manor called the Clanwell. And I think you think this room will let you harness the ability to control all forms of magic, correct? Actually, yeah. Or even if it doesn't, something there might point us in the right direction. So where is this planning room? There's an entrance in the courtyard. It's not far. Good. Let's go find it. Ich weiß nicht, ob man es gesehen hat. Sieht man das, wenn ich eine Trophäe kriege? Ich guck mal eben im Stream. Ja, man sieht, dass irgendwas passiert, ja. Emil hat sich meiner Gruppe angeschlossen. Ist das nicht schön? Jetzt haben wir immer die Versteinerungsoption. This room truly contains the power to control all magic. I can use it to cure my eyes. Will ich eigentlich nicht. If we could heal both Emil and Kaine at once, it would be quite an achievement. Two birds with one stone, as they say. Das ist zu Scherzen aufgelegt hier, der Mr. Weiss. Wow, Weiss. I didn't think you cared. Perhaps this tone is getting a bit sappy in his old age. Ich muss aber gestehen, dass ich nicht aufgepasst habe. Ich weiß nicht, wo es hingeht. Ich renne durch die Villa einfach. Hier ging es ja letztes Mal nicht lang. Und sie haben immer noch nicht aufgeräumt. Danke. Nee, ist ja nicht so, als hätte ich mich angekündigt und als hättest du mich eingeladen. Na komm. So. Wir sind wieder im Eingangsbereich. Aber... We need to go to the courtyard. Courtyard, okay. Gut, ich bin den komplett falschen Weg gegangen. Es tut mir leid. Ich versuche die ganze Zeit, mich schneller fortzubewegen, aber anscheinend ist das nicht gewünscht. Ich bin mir nicht sicher, ob ich den Weg noch hinkriege. Was war hier? Hier war die Küche. Courtyard. Courtyard. Oh, das ist eine Kiste. Nicht mit mir. So, was war hier? Ach, hier war der komische Raum. Hier können wir nochmal speichern, falls gewünscht. Es ist doch der Courtyard, oder nicht? Nichts getan. Ach Leute, das ist doch ein Irrenhaus hier. Gut. Die sehen mittlerweile wieder normal aus. Ja, ne? Ja. Schön. Ah, hier ist Courtyard. Yep. It should be right around here somewhere. Is this it? Ooh, secret. Secret shit. Warning. This facility, I can't read the rest. Something about a seal? If someone bothered to attach a warning to this room, I'd... Ja, ist richtig. Emil, you... Nothing. It's nothing. I'm... Aber vor Seal haben wir keine Angst. Oh, was ist das? Take care not to stray too far from him.
Right. Oh, cool. Das ist ja richtig gut. Double A. Okay. Ich kann springen und so immer noch alles. Boah, richtig nice. Das finde ich cool. Das ist wieder eine Überraschung gewesen. Komm, lass mich durch. Ich habe doch hier noch gerade was gesehen. Ah, das war einfach nur das Licht. Okay. Shadow. Metal Bat. Okay. Hier sind noch mehr Schatten. 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 Hier sind noch mehr Schatten. Noch ein bisschen abgelenkt von der Musik. Die ist so beruhigend. Und doch echt gut gemacht einfach. Kann man nichts anderes sagen. Sieht so aus, als wäre hier nichts drin in diesen Räumen. Ja, doch. Ein paar Schatten. Aber die kommen immer erst ein bisschen später. Zack. Sehr schön. Ja, unser Petrification Boy ist auch richtig gut dabei. Uiuiui, ui, jetzt kommen wir hier aber ins Takeshis Castle Labyrinth, ne? Schon wieder zu viele Herbs? Da frage ich mich, ob man das mal upgraden könnte. Sie mich gerne durch. Ich danke Ihnen. Boah, das ist ja ein geiler Skill dafür. Der ist ja richtig zum Aufräumen hier. Okay, wie komme ich hier rein? So, der Gamer in mir sagt jetzt, man muss sich irgendeinen anderen Weg suchen, wahrscheinlich außenrum, aber die Map ist tatsächlich sehr begrenzt. Das bedeutet, wir müssten wahrscheinlich nochmal zurück. Oder? Kann ich da schon dran? Nee. Wird mir nur angezeigt, dass hier was ist. So, auf eine höhere Ebene komme ich auch nicht. Also suchen wir nach verschlossenen, öffnungsbaren Türen. Öffnungswilligen Türen, sozusagen. Ist das ein Weg? Das sieht so aus, als wäre es ein Weg, der da reinführt. Jawohl! Ja! Ich bin ein Geheimnismensch. Fang of the Twins. Gucken wir mal. Nein. Nein. Ja, das ist immer das Letzte. Fang of the Twins. Ja, schau dir das mal an. Light two-handed. Ja. Oh, hallo. Spin to win. Probieren wir das direkt mal aus. Komm, Combo durchkriegen und... Wie geht das jetzt? Ich weiß es nicht. Ich weiß das wirklich nicht. Okay. Ja. Da liegt ein Herb rum. Den schnappen wir uns natürlich. Ja, es ist ein bisschen langsam. Aber haut natürlich sehr gut rein, ne? Ich glaube, zusammen mit unserer Sichel, die immer um uns rumfliegt, kann das schon eine coole Kombination sein. Aber das ist halt das Problem.
Ich glaube, das ist auch einer der Dinge, die bei Dark Souls vielen Leuten Probleme bereitet. Man 15% Attack Power. Okay, das muss ich machen. Für das Schwert, was ich die ganze Zeit benutze. Wollen wir mal ehrlich sein? Das ist nun mal ein geiles Schwert. 179 hat das nur. Ja. Das ist, was ich sagen wollte, das ist das Problem, was viele wahrscheinlich auch mit Dark Souls haben, dass dass man sich so für eine Attacke committet. Du drückst einen Knopf und dann holt er erstmal aus und dann wämmst er da rein. Aber du kannst halt nichts anderes machen in der Zeit, ne? Du musst dir jetzt diese gesamte Animation angucken. Und bei schnellen Waffen schnetzelst du jetzt einfach die ganze Zeit, machst nicht so viel Schaden, aber hast halt viel mehr Movement. Und ich glaube, das ist gerade am Anfang schon ein echter Abturner. Boah! Siehst du, da bin ich schon wieder. Bin ich schon wieder am Schnetzeln und schon sterben die alle. Wie Schatten, die dem Licht weichen. Da wollte ich noch gar nicht hin. Aber gut. Neues Document. Number 6. Initial research into number 6 and ready. Initiate the startup experiment in the coming days. Gestalt research. National Weapons Research Laboratory has made the completion of the... Ah, Gestalt war doch... War das nicht das Original? Nier Gestalt? Has made the completion of the number 6 top priority. Budget for all other products are to be frozen. Okay. It would appear this used to be some manner of magical research facility. This must have been where I was... Emil! I'll be okay. We need to keep going. Sorry for the trouble. Ja, es liegt jetzt natürlich die Vermutung nahe, dass Emil dieser Research... dieses Number 6 ist, diese Number 6. Weil er halt in dem Haus wohnt, ne? Und irgendwie so eine Art Master ist, der beschützt wird. Niemand weiß genau warum, wo sind seine Eltern, warum hat er Augen, die andere Leute in Stein verwandeln. Ja, ich hol mal den dicken Beyblade raus. Alter, hier geht's ja immer weiter. Oh shit, ja, wenn ich die Blaster Magic mache, dann verschwinden natürlich meine schönen Kreise. Es kommen auch immer wieder neue nach. Oh, und ich bin gleich tot. Slot next to the mark. Okay, Gegnerhorde besiegen. Am Ende kommt der Oberbösewicht, dem wir dann den Schlüssel abjagen müssen. Oder du hier, der die ganze Zeit vor mir wegrennt. Vielleicht passiert aber auch nichts. Vielleicht passiert nichts. Habe ich noch ein paar Versteinerte? Emil is falling behind. Ja, sollte sich beeilen. Kaffee tut gut. Kaffee macht Mut.
Ja. Emil. Komm. Du musst die Ausweichrolle lernen, Emil. Damit kannst du dich viel besser vorwärts bewegen. Aber hier ist er auch. Müssen wir wieder einen Secret-Zugang finden. Ich gehe mal die Wände ab. Sieht nicht so aus. Kann man hier über die Wand? Natürlich nicht. Hm. Komm. Komm, Emil. Hier wollen wir nicht lang. Hier können wir auch nicht lang. Okay, an den Wänden scheint nichts zu sein. Kann man... Ich kann ja richtige... Ich kann die ja richtig weiterschießen. Moment, wie ist das denn jetzt passiert? Hä? Ach, ich kann die Kamera die ganze Zeit... Ja, ich war jetzt so darauf eingestellt, dass wir jetzt hier Diablo spielen, dass ich nicht wusste, dass man die Kamera drehen kann. Das ist doch viel angenehmer. Ja, danke schön. Warum sagt mir das denn keiner? Ich spiele richtig scheiße, also... Wer dieser Vorlesung folgt, glaubt mir nicht alles, was ihr seht. So muss man nicht immer spielen. Das ist auch sehr schwierig zu erkennen, wann die ihre Attacken jetzt raushauen. Deswegen bin ich weiter Beyblade Master. Schön. Easy. Squeezy. Cheesy. Measy. Ja, Emil. Ich mache für dich den Weg frei. Altes Schulbuch. Da weiß ich gar nicht, was man damit nochmal alles machen kann. Gar nicht so viel, ne? Oh, was bist du denn? Magic-resistenter Gegner-Blob. Emil? Du gehst mir auf den Sack. Komm, Emil. Da möchte ich noch nicht hin. Das ist wahrscheinlich ein Aufzug, ne? Nee. Aber es sieht so aufzugig aus. Hier ist so zugig. Einfach nur der Weg. Oh, hier sind Gegners. Mahita. Ich habe ein bisschen die Vermutung, dass ich jetzt schon im... Ich kann nicht im B-Playthrough sein. Das wäre ja Quatsch. Ich habe ja keine Credits gesehen und so. Ich glaube, das ist schon so, dass man das Spiel durchspielt und dann erst B kommt, ne? Anders kann ich mir das echt nicht vorstellen. Aber es fühlt sich so anders an. Die Gegenstände, die man findet, sind so krass besser als das, was man vorher alles gesehen hat. Es ist halt auch ein Timeskip passiert, ne? Und wer Animes kennt, der weiß, nach dem Timeskip sind die Leute unbesiegbar. Das ist eine schöne Ausrede, um zu sagen, wir haben denen einfach die Mega-Skills verpasst. Ist hier lang? Da geht's tatsächlich lang. Schön. Ich schau nochmal hier. Es ist tatsächlich ein kleines Labyrinth. Ich sehe aber auch gerade nicht, wie ich ausweichen soll und so. Die sind ja Magic
Magicophil. Ne, Magicophob sind sie. Die mögen das gar nicht. Deswegen haben sie sich so einen Ball gebaut. Emil is falling. Emil, dir müssen wir mal. Dir müssen wir mal Beine machen. Zack. Zack, boom, bam. Tok, tok. Tok, tok. Gut. Gibt's hier was Spannendes? Nee. Aber hier kann man überall rein. Eieiei, dann gehen wir erstmal hier hin. Ah, ein Raum mit Gegnern. Wer hätte das gedacht? Level up! Yeah! Auch schon lange nicht mehr passiert, ne? Level 18. Ja. Das ist okay. Wir waren im Tutorial ungefähr Level 30. Kann man nichts kaputt machen. Sieht man hier jetzt die ganzen Failed Experiments? Vielleicht? Oder nur Kisten? Kann ich nicht leiden. Verdammte Kisten. Das ist noch ein Herb. Schön. Ach so, Martial Arts, ja. Martial Arts habe ich noch gar nicht ausprobiert. Ich weiß noch nicht, wie es geht. Die Waffe ablegen einfach nur und dann hat man Martial Arts. Wahrscheinlich auch ganz cool, ne? Komischen Stimmen. Ich hätte ja gedacht, das sind die Wörter, die man... Oh, es kann wirklich sein, das sind das die Wörter, die man eingesetzt hat? Wenn die quasi aktiviert werden? Aber das ist ja ein permanenter Buff. 15% mehr. Oh, das sind die Wörter, die man aufnimmt. Immer wenn mir was zufliegt, höre ich Stimmen in meinem Kopf. Zu viele. Ich weiß nicht, wo wir sind. Da sind wir. Alle sind tot. Gut. Wieder ein Herb reingehauen. Ich frage mich, ich meine, es gibt in Crash Bandicoot eine Trophäe, wo es heißt, mach alle Kisten kaputt im Spiel. Ich frage mich, warum das nicht in jedem Spiel so gemacht wird, weil die Kisten stehen überall rum, wenn man die zerstören kann. Schöne Sammelaufgabe. Aber wahrscheinlich auch nur für die Leute, die es nicht lassen können, darauf zu hauen. Aber so eine Kiste hier, ne? Die hier steht, die geht ja sowieso kaputt. Und wenn dahinter was leuchtet, dann geht man doch viel gerne hin. Aber, naja. Deswegen bin ich kein Game Designer, sondern ich zock das Ganze nur. Was steht da? J-A, okay. J-A? Y-A. M-A. Das ist die Mastercard. Emil ist immer falling behind. Ui. Ja, siehst du. Die Kisten gehen auch schnell weg. Dich hauen wir. Da ist die Y-Card. Ui! Boss-Time! Dann muss ich die Beyblades holen. Uiuiui. Das
zweimal ausweichen geht nicht, ne? Weiß ich jetzt nicht, was passiert ist, aber gut, der ist jetzt sowieso nicht mehr dort. Der sah aber cool aus. Simple Machine. Das ist jetzt zu hart, finde ich. War schon eine fortgeschrittene Maschine. So, einmal YA. Und es geht weiter. Solution, Long-Term Storage von Number 6, Progress Report Number 7. Disguising the Laboratories Above Ground Facility as a match. Interesting. Project Number 6. So this was some sort of weapons laboratory. What the hell was going on down here? What was I doing here? Vielleicht war ja auch Nummer 7. Alle Hoffnungen in 6 gesetzt. Dann wurde sie super gut. Aber dann hieß es auf einmal, nee, du bist doch kacke. Gefällt uns nicht. Und dann, wurde er die neue Nummer 7. Könnte sein. Ich weiß es nicht. So, ich muss nachsehen hier. Tut mir leid. Alle, die jetzt den Stream live schauen, ärgern sich. So. Einmal da. Yes, genau. Gut. I have doubts as I... Gut. Wir gehen tiefer ins Gebäude hinein. Zeig uns, was für Waffen hier lauern. Komm, lass mich da rein. Strange. Ist es der Raum? Ist es der erste Raum? Kommt mir so bekannt vor. We're bringing dirty back. Ja, da komme ich nicht hin. Na, da komme ich vielleicht doch hin. Hallo. Sie haben ein Secret Item für mich? Ja, es liegt direkt da vorne. Sie müssen uns nur auf die Fresse hauen. Ja, dann mache ich das doch. Tschüss. Die RA-Karte. Endlich treffen wir uns. Uiuiui. Da ist viel los. Da geht's richtig ab. Peng, 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 peng. Gut. Ist das? Battle Bat haben wir schon. Kennen wir schon. Gibt's hier auch einen Secret Weg rein? Nee. Oh. Aha. Ah, okay. Hier ist... Also sie haben wahrscheinlich mit Kindern experimentiert. Sonst wären hier nicht so diese Spielsachen. Erinnert mich ein bisschen an Punk Hazard. Bei One Piece. Die Story mit den Kids. Die hatten ja auch so quasi ihren Spielraum und da wurden trotzdem Experimente gemacht. Sehr interessant. Sehr interessant. Sehr mysteriös. So, hier wird schön einmal rundum Party gemacht. Und zack, 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 zack. Gebil Magic Power 15%. Das ist eine Ansage. Und ein Boss.
Ja. Heftig. Okay. Ich will von diesem Elefanten weg. Der stört mich. Einmal dodgen. Boah. Ich sterbe ja gleich. Ich sterbe ja immer noch gleich. Ich kann ja auch springen zum Dodgen. Das vergesse ich ständig. Ja, wenn man es kann, kann man springen. Jo. Konira. Magic Defense 12% und Drain HP. Drain HP für einen Gegner ist natürlich gut. Ich weiß nicht, ob es das eigene ist. Vielleicht ist es das eigene. Failsafe measure. Mhm. Oui. You sure you're okay, Emil? I'm a weapon? What does that even mean? What am I? It appears he's trying to remember something. You're gonna be fine. Am I? Am I really? Your past makes no difference. We'll support you no matter what. At any rate, you would hardly be the first member of our merry band to have issues. Okay, wir schauen mal weiter. Ich bin mir noch nicht sicher, was alles zu bedeuten hat. So, hier kann man speichern. Das nehme ich gerne wahr. Hier kommt jetzt wahrscheinlich ein Boss, ne? Nicht euer Ernst! Konnte ich das die ganze Zeit... Nee, oder? Ich muss es jetzt nochmal ausprobieren. Das kann doch nicht sein. Okay. Ah, okay, okay, okay. Ne, ich kann drehen, aber ich konnte den Winkel nicht verstellen. Jetzt kann ich den Winkel verstellen. Und Donny streamt. Natürlich keine Chance. Schade. We used to be humans. Normal humans. Just a bunch of regular human kids like you'd see anywhere. And then we came here. They wanted to turn us into weapons. So they used magic to perform terrible experiments on us. Eventually they succeeded. They managed to create a perfect weapon. The name of that weapon was Number 6. But soon they lost control of Number 6, and the experiment was deemed a failure. They had to create a weapon that could petrify Number 6 and seal it away. So they created me.
I'm number 7. I'm a weapon. Weapon or no weapon, you're still Emile to us. Thank you. Okay. This is number 6. She's my sister. This thing is alive. Also hat er sie nicht petrified. My sister is the greatest weapon ever made, and... Yes, go on. And with her power, I could eradicate my petrification curse. So what's the plan here? First, you have to promise me something. Hmm? If my sister somehow manages to swallow me up... My original self becomes lost. I'm afraid I may try to hurt all of you. And if that happens... No, wait! Then I want you to kill me. Und jetzt ist er einfach direkt gefressen worden. I'm on it. We're not gonna lose anyone else. Okay, kämpft er jetzt quasi von innen heraus gegen sie? This thing's way too quick. Oioioioioi. Hurry, there's still time to save him. I know there is. Ich muss Beyblade aktivieren. Komm her, Beyblade. Magic is the only way to damage this one. Ah. Gut. Dann sollst du deine Magic bekommen. Aber so viel kriegst du jetzt auch nicht Damage, ne? Stay your weapons. Such attacks will hurt Emile as well. How is magic any different? Ach so. He is highly resistant to it. Then let's kill that thing with magic and get Emile out of there! Freunde, ja, ich muss es leider ersetzen durch die Lanzen. Die Lanzen sind auch cool, kann nichts sagen. Komm, zack. Komm. Komm, Markus Lanz, zack. A physical blow would doubtless harm the boy. Ja, aber ich muss ja irgendwie hier Magic aufbauen. Ich kann doch nicht einfach nur im Kreis rennen. Ich kann mir Herbs reinhauen, das macht aber nur mein Kopf Magic. Ich hab's so drin, einfach die ganze Zeit anzugreifen. Kann nicht sein, dass du mir das verwehrst. Boah, das macht nichts, ne? Das macht so gar nichts. Ah, stimmt, ich kann die Dinger. Ja, genau. Ja. Genau, gib mir deine Magic Balls. Gib mir deine Magic Ball. Ja, sorry. Habe ich noch einen Speer? Nee. Ja, was passiert denn jetzt? Emile, we're coming for you. Come back. We're coming for you, Emile. Aus Versehen gehauen. Sorry. Kannst du deine Wunden versteinern, wenn's hilft. Da, Speer. Gleich haben wir's. Noch ein bisschen. Und
ist GG. Oh, ist noch kein GG. Nee. Nee. Da. Bala, 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 boom. Magic Spear. From near. With love. Are you all right? I'm still alive. I feel my sister's power inside me. I think I can control my abilities now. Yes, we're all quite pleased. Now get out here already. Just a second. I can't see very well. No, don't! Don't look at me! Ich kann nicht weggucken. Tut mir leid. Emil, what's wrong? Stay back! Machen wir natürlich nicht. Geh da jetzt hin. Vielleicht war es falsch. Ah, ich weiß es nicht. Das Spiel lässt einen komische Entscheidungen treffen. Das ist nicht Emil. Gott. Welcome back, Emil. You've been through a lot. My body. I can't stand to be with you when I look like this. What did I tell you? We're here for you, no matter what. Can you see my face? Right. I think I'm okay now. If this is how I look now, then so be it. I was terrified at first, but it's not all bad, you know? I have the magic I wanted, and I can use it to bring Kaine back to us. Emil. We should hurry. She's waiting. I sure hope seeing me doesn't petrify her. You know, in fear? I see this transformation has not stolen your terrible sense of humor. Hm. Ja, das ist natürlich schlimm, ne? Wenn du einfach nur deine Augen wieder haben willst und dann wird dein ganzer Körper auf einmal in so einen Roboter transferiert
Und du verlierst deine Schwester. Wenn du es nicht schon vorher gemacht hast. Weil, als sie da hing, war sie ja auch nicht mehr wirklich da. Whenever I interacted with Kaine, I was reminded about something from my past. Maybe my mind has been confusing her with my sister this whole time. Anyway. Aber ich muss sagen, jetzt sieht Emil schon cooler aus als vorher. So ein Roboter sein, ist nicht schlecht. Kanye! Ach ja, stimmt, das Monster ist ja auch noch da. Bossfight-Musik. Okay. Wir haben dich schon einmal besiegt. Schlangen-Oktopus. Dieses Mal sind wir 5 Jahre älter und haben ein Timescape hinter uns. Das bedeutet, du hast keine Chance. Naja. Yes. Also ich habe mir eigentlich gar keine Sorgen gemacht, dass das Biest nicht mehr lebt, weil es ist ja ein Schatten und da unten war es halt auch sehr dunkel. Brauchen die nicht auch Dunkelheit irgendwie? Gut, ich muss die Siegel natürlich zerstören. Zack. Komm her. Ein Speer. Wundervoll. Und jetzt nur noch ins Gesicht oder ins Herz. Je nachdem. Na komm, aua. Das war's doch schon, oder? Ja. 0 HP. Und du bist passé. Ole, ole. Nimm doch mal meine Hände in dein Gesicht. Oh. Brutal. Zum Glück werden die Bestien nicht vermenschlicht. Sonst wäre es ganz schön fies. Alive. Stay alive. Stay alive. Grandma. Nicht ganz. Kaine, you gotta live! You gotta come back to us! Sie lebt! Oh, hey. Calling me, weren't you? You still recognize me? Of course. I knew you right away. Thank you, Kaine. Welcome back, Kaine. Wow, you grew up. So, how long has it been? 5 years.
Ist er jetzt größer als sie? Ich glaube schon, ne? Yay! Shit. Kann ist wieder da. Any luck with Yona? We are nope. By the way, this is for you. Is that a lunar tear? It's not as good as your grandmother's, but I tried. No, it's great. Thank you. Schön. Kanye ist wieder da. Die Crew ist wieder zusammen. Kanye waking from her long petrified sleep. Yes. Neil's unflagging kindness. Our reunion was a happy one. We let it wash over us like rain. That is, until Devola and Popola had to go and ruin it all. Are you kidding me? You can't be serious! Please, try to understand. People are tired and scared, and... I'm sorry. I'm sorry you have to bear the brunt of that. This is crap, and you know it! It's okay. We can sleep outside. No one's sleeping outside. You and Kaine saved this village, and now they want to run you out? People are afraid of us. And really, I understand. I mean, look at me. As long as you're still with us, I can deal with it. Right, Kaine? I'm used to sleeping outside. But... We'll see you later. Sorry about this. Ja gut, aber das ist ja jetzt nicht das, was es ruiniert. Wir müssen halt draußen schlafen. What is the matter? Kaine always sleeps outside. I never thought about that until just now. Never even occurred to me. Damn it. We should turn in. Naja, vielleicht. Weiß ich nicht. Vielleicht sie hat einen Turmmensch. For the first time in my life, I hated Devola. For the first time in my life, I doubted Popola. But those feelings are pointless in the end. They said and did what they did for the sake of the village. Ja, klar. To protect it from the horror of the shades. Really, how can I blame Devola and Popola? In the end, I'm just as bad. Because I never once stopped to think about Kaine and Emile's situation myself. Also sie hätten halt doch einfach alle in der Mansion schlafen können, ne? Das ist ja die von Emil, da kann er machen, was er will. Sleep well? Sure. And yet your red eyes tell a different tale. Don't be so hard on yourself, lad. I need to go see Devola and Popola. Very well. Frag mich noch eine Trophäe? Ich liebe Trophäen. Okay, wir haben Kaine befreit. Kaine ist nicht mehr fest. Aber sollte sich ausruhen. Also mach Kaine Rest. Gut. Wir gehen also wieder mal in die Bibliothek und ja, graben das mal aus. Hier ist einfach alles verdorrt. Wie kann man denn nachhaltig irgendwas hier machen? Bounty Fertilizer. Also kann ich jetzt nur Kokosnüsse anpflanzen. Ja, Gold Moonflower. So. Das wird jetzt die eine Pflanze, die ich zum Blühen kriege. Water. So.
So, dann rede ich jetzt mit Debola und Popola und dann komme ich nochmal hier hin und guck, was passiert ist. Erstmal speichern. Hier sind ein bisschen wie Bananen, die Pflanzen, ne? Einmal nicht hingeguckt, schon komplett eingegangen. Ist schon was passiert? Nee. Ups. Na komm. Hey, Debola. Hey. Oh, hi. I kind of thought you'd never talk to us again. I understand you're doing this for the village. And that you don't have a choice. Pretty much, yeah. But look, why don't you go talk to Popola? I think she wanted to discuss the Shadow Lord with you. I'm headed there next. Oh, and Devola? Yeah? Sorry about yesterday. I shouldn't have lost my temper like that. You don't need to apologize. Anyone would be upset when their friends are hurting. Let Emil and Kaine know that we're sorry, all right? All right. Hallo Hundi. Ich kann nichts mit dir machen. Ich kann dich nur wegschieben. Ich kann dich zu deinem Freund schieben. Hier. Spiel zusammen. Hui. Okay. Auf in die Bib. Bib ist Slang für Bibliothek. Falls ihr das nicht wusstet. Ich bin auf der Straße aufgewachsen. Da hat man immer Bib gesagt. Wenn man sich mal wieder Wissen aneignen wollte. So. Popola? Popola? Oh. Hello. Look, I want to apologize for yes. Stop. You didn't do anything wrong. Yeah, but neither did you. You're just trying to protect the villagers. And I jumped down your throat for it. It's very kind of you to say so. Regardless, please don't. I believe. Oh. Yeah, Shadow Lord. You know about the lost shrine, right? The temple where I was first discovered. Ah. Okay. That's it. Well, it seems that the Shadow Lord's lair is connected to it somehow. Oh ho. It was right under our pages the whole time. But the bridge that leads there is unusable. So take a boat. A boat? Yes. The canal's finally been repaired. Yeah, 5 Jahre gedauert. It took a lot longer than expected. Yeah. What with the shades and all. I also asked them to provide a boat at the path to the Lost Shrine's back entrance. The ferryman will let you use it free of charge. That should make it easier for you to move from town to town. Thanks, Popola. I feel like you've done so much for me. I'm really grateful. All right. I'll see you around. And for the love of everything, be careful. Ja, großartig. Wir können jetzt Boot fahren. Vielleicht können wir da angeln, während wir mit dem Boot fahren. Schwierig, aber wir werden sehen. The path above the entrance to the shopping district should lead to the boat landing. Hä? Above the entrance to the shopping district. Nichts verstanden. Wir gehen zum Kreuz. The canal is finished. Hopefully this puts our days of running all over behind us. The faster we can move, the faster we can save Yona. Let's use it as often as we need. Gut, das war ein ganz klarer Hint, dass man nicht schwimmen kann, deswegen ein Boot nehmen sollte. Hey! Ja, Mensch. Everything in working order. Ja, weiß. I'm good. Your health is diminished. Do be more careful next time. Shit, ich dachte, ich schaff's. Ja, ich wurde gewarnt. Ich hab's nochmal gemacht. Aber auch um das Boot zu ärgern. I must say, I'm rather surprised you didn't bother to learn how to swim these past 5 years. Ja. I can't swim. My weapon is just heavy. Whatever you say, lad. Oh, neue Nebenquests. Hey, you haven't seen any thieves around, have you?
bunch of sticky-fingered bastards keep taking my merchandise. No, first I've heard of it. They don't take a lot, but when they strike, it's always food. Maybe I can help. Well, I'd certainly Do you have a plan? Or are we going to walk up to every person we see and shake them until stolen vegetables fall from their pockets? Let's try asking around the village. Thieves in the village. Can't believe it. One could call it a sign of the times. Man kann ja kaum nach Haus gehen heutzutage. Just the person I wanted to see. What's up? Our water wheel is on its last legs. I'd like to shore it up, but the job is a little beyond my skill set. This is a wise thought on your part. That wheel is a machine of not insignificant age. But I suppose we'd all be in trouble if it broke. Replacing the axle and the paddleboards should suffice for now. I believe the strange thing store in Facade should have everything we need. All right. We'll head there when we have a minute. Thank you. And while you're gone, I'll track down someone to do the actual repair work. Mhm. Ja, du bist im Garten, wave of robberies lately. Better keep a close eye on your purse. Ja, du stehst ja so im Schatten. Ganz schön shady. Ja, gut, hast du gerade schon gesagt. Some kids like to play in the northern forest. We're not supposed to know, but everybody does. Man, I wish I could go there. Things have been so hard since my husband went away. Du sagst es? If you don't hunt, you starve. But if you do hunt, the I wish I could leave this place. Oh wow, Leute, was ist denn hier passiert? Sucks. It's small. The old people is funny. Ja, so ist das mit alten Menschen. Das ereilt uns alle mal. Hey, you. A treasure? Yeah, a treasure map. You know, a map that shows I'm collecting them. My lifelong dream is to one day roll naked in a pile of sweet, sweet treasure. Ja, gut. Na, jeder hat seinen eigenen Fetisch. So that's why I'm looking for a new treasure map or two. If you find one, bring it on over to me, all right? Sure. Okay. I guess I should know where to look for a treasure map before... One could hardly expect to stumble across such a thing lying on the ground. Perhaps we should look for a place where old documents are stored. Old documents, huh? Bibliothek? Oder Postamt? Eins von dem halt, ne? Da! Hallo! A robbery? I did catch a glimpse of a pint-sized fellow moving suspiciously through the shadows. Maybe he was involved? Ah, wie groß ist ein Pint? Ist Pint nicht einfach nur so ein Glas? Oder ein Humpen? Ja, dich fand ich sowieso schon shady. Aber so viel ist ja nicht los, ne? Das ist ein kleines Dorf. Ich mach übrigens alle Aufgaben immer durcheinander. Finde ich einfach spannender. Weil da noch immer irgendwas passiert. Hier. Was geht bei dir? Times being what they are, every resource is important. Was ist da? Schaust du die Wand an? Willst du mir was damit sagen? Hey. I got separated from my friends. Also manche Dorfbewohner sind echt creepy. Kisten. Ich habe schon wieder vergessen, nach meinen Pflanzen zu gucken, ne? Ich hoffe, sie überleben. Wahrscheinlich nicht. Doesn't matter how many guards we have. If that happens, we'll take care. It does this old book good to see how much you've grown, lad. Hier kann ich nichts reparieren. Achso, Strange Things Store. Wollte ich ja hin, ne?
Kann ich eigentlich kaputt machen? Nee, oh Gott. Okay, keine... keine Tiere, die angegriffen werden können. Das finde ich gut. Guck mal, hallo. I hear it's two thieves working as a team. Judging by what we found, we're dealing with two thieves. Most likely a couple of kids. Remember the pair of brothers that loiter near the water wheel? I fear they may be hiding something from us. Let's go have us a little ch- By the water wheel, da war ich auch gerade, oder? Das war das Wasserrad, aber da war niemand. War da jemand? Ist niemand. Sind das keine Wasserräder? Doch. Near the water wheel. Haben wir noch mehr? Da vorne. Okay. Achtung, Doggo. Ich bin auf einer Mission. Ich hab dich im Auge, Kind. Aha. Wie komme ich da hin? Über die Brücke? Also hier über das Dingsy, Tor, Bogen, irgendwas. Ein Kissen kaputt machen? Nee. Aber hier ist eine Treppe hoch. Zum Glück beeilt er sich. Was ist denn hier? Ey, hier war ich noch nie. Hallo. Why did he have to die? Oh. What is this black scroll anyway? Perhaps we should be. Ja, ich bin nicht so gut da drin. Ich gehe mal wieder. Ich dachte, da finde ich was Tolles, Aufregendes und dann kommt die mit sowas Traurigem an. So. Hey Boys. Are you two the ones behind the recent robberies? You must already know if you're asking like that. Kluges Kind. Your tone betrays your guilt. Confess. Confess now, lest the rage of Grimoire Vice fall upon you. Okay, we did it. My brother and me. Why? Because Dad told us to. Wow. Your own father demanded that you steal. This guy sounds like a real piece of work. Probably in the tavern. That's where he spends all his time. Oh nein. Drunk Dad Story. Immerhin habt ihr noch einen Vater. Hey, look who it is. Remember me? Ah ja, Redback Man. Du hast die echt schlimme Freundin. That red bag. By my pages, you're the slovenly half of that couple who refused to stop arguing. Hey, it's been a while. Stimmt, er war genauso schlimm. Equality. Sure has. I've been in charge of this canal since we last talked. Apparently I did a pretty good job with it because they decided to make me the permanent ferryman. Oh yeah, huh? Congrats. Thanks. Still, it's not all puppies and unicorns. The old ball and chain is always harping on me now about how much I work. Anyway, if you got a place to be, just let me know and I'll... Oh! Lost Shrine. Northern Plains. In the desert. Okay. Ja, hätte ich das mal früher gewusst, dann hätte ich die Quests noch weitermachen können. Kann ich sie vielleicht jetzt wieder machen? Jetzt bin ich ja ein bisschen weiter in der Story. Uncompletable. No. Die drei Quests. Ey, das wurmt mich richtig. Jetzt gehen wir erstmal in die Taverne, um dem Vater mal ins Gewissen zu reden. Hey, you have a pair of sons? Huh? What's it to you, huh?
Well, you gotta ask me. You're forcing your own kids to commit crimes? Crimes? No, it's not like that. I just told him to go find some food for the family. Now shut your mouth before I shut it for you, bunch of no good meddlers. Meddlers? Bunch of no good meddlers? Our time is wasted on this drunken scoundrel. What a sad excuse for a fool. How shall we explain this to the client? We'll tell him the truth. Then we'll figure out what to do with the kids. Okay. Which job should I give you first? Jetzt hat die mehrere Nebenquests, das kann doch nicht sein. Got a job from Seafront if you aren't too busy. It's a guy. Looking for something. Look. Ja, I wrote down the client's location on your map. So head over there to get the details. Oh, which job should I give you first? Kann ich die nicht alle jetzt? Oder muss ich nacheinander machen? A shipbuilder in Seafront needs materials for a repair. I wrote down the client's location on your map. Na gut, das ist eine andere Quest. Oh, ich guck nochmal, kann ich die jetzt wieder? Ja, Master des Lighthouses. Okay. Ja, komm. Ich muss da ja eh hin. Da muss ich wieder zurück, da muss ich wieder mit ihr. Nein. Ja. Gut, das war ein bisschen chaotisch, aber scheiß drauf. Haben wir keine Main Quest gerade? Incomplete Quest. Okay, Treasure Map. Genau, Desert. Ich mache aber erstmal Seafront. Da war ich nämlich länger nicht. Circa 5 Jahre. Und stimmt, ich mache jetzt erstmal noch diese Quest. Did you find the culprit? Yeah, but a pair of children driven to steal by an abusive father? They shouldn't have stolen from you, but I don't think they're entirely at fault here. Agreed. I'll talk to the other shopkeepers and make sure they understand. Thanks. Oh, and I also think we should get them away from their father. Alter, okay. Not sure who could take them. Folks are barely getting by as it is. But let me spread the word and see what we can figure out. Ah, yes, your fee. Well, a shop owner's passed the hat and came up with this. Oh, hey. Okay. Using children as tools of thievery. Unthinkable. I can't believe this happened in our village. Things are more desperate than I knew. If we hope to restore the lives of the villagers, we must cull as many shades as we can. Yeah. Oh there! So, Seafront it is. Gut, es gibt keine Bootfahranimation, das heißt, wir können noch nicht angeln. Sad. So sad. Gut. Da sind wir also in der schönen Hafenstadt namens Seafront. Die kann man speichern. Hier sind Documents. Things used to be safer. Now you put your life in your hands whenever you set foot out of town. Ich frag mich, ob hier diese Treasure Map ist. Na, ganz ehrlich, sieht nicht so aus. Ich kann hier auch nicht hoch. Ich kann eigentlich nichts hier machen. Ich kann nur... Ist das ein Weg? Ist das ein Weg? Thank you.
kann ein Weg sein, den ich beim ersten Mal nicht gefunden habe. So geht's nicht. So bin ich eingesperrt. Okay, okay, okay. Den. Und so. Gut. Da kann ich da hin. Yes! Yes! Black Pearl. Habe ich jetzt ein Schiff? Die Black Pearl ist ein Schiff. Glaube ich. Ja, ne? Ja, okay. Mehr gibt's hier nicht. Gut, dann habe ich das Rätsel auch gelöst. Ihm nur nichts sagen, ne? Ich habe nichts gefunden dahin. Ich gehe mal wieder. Ciao. Gut. Hier rennen die Kids rum. Irgendwo auf der Karte soll ein Typ sein, der Hilfe braucht. Ihr habt alle. Du hast was über dem Kopf. Hey, I know you. You're that kid who takes any job, no matter how weird or demeaning. Hat er schon recht? Really, how much racing, but okay. I've got a merchant ship that needs some repairs. Think you can round up some materials for me? I need 5 logs, 20 deaded metal boards, and 10 stripped bolts. I'd ask if you're up for it, but I know you are. Bist du für einer? That hardly seems necessary. A trading business, huh? Is something the matter? That's 5 logs, 20 dented metal boards, and 10 stripped bolts. Thanks much. Hab ich das etwa nicht? The ocean's been angry lately. I hope it's not a sign of more climate change headed our way. Wenn du wüsstest, Kollege. Wenn du wüsstest. Was loot ich eigentlich die ganze Zeit, wenn das immer nur Quatsch ist, den ich nicht benutzen kann? Noch jemand, der Hilfe braucht. So, you went and caught the fish, did you? Well, since you're so insistent, I suppose I better reveal one of my fishing secrets. Was I being insistent? Enough. If you catch 10 sardines, I'll reveal one of my most closely guarded secrets. Sehr gerne. Shh, you're scaring them away. Oh, I see. So, von der Vibration her kann man immer sehen, wie gut man sich anstellt, und der Balken geht dann noch viel eher runter. Sieht gut aus. Ja, ein Eimer. Cool. Der hat sich aber gewehrt, du. Mit dem Wurm kriege ich nur einen Eimer. Was ist das denn? Ich weiß auch nicht, ob man die Sardinen jetzt hier richtig fangen kann. Was, willst du mir zusehen, wie ich angel, oder? Was geht bei dir? Komm. Sag mal, was leben hier eigentlich für Schmutzfinke? Eimer, Dosen, alles wird hier einfach reingeschmissen, oder wie? Gehen wir in die Taverne. Da gibt's meistens was. Heute nicht. Der Junge, der nur auf die Wand guckt. Im Dorf gibt's auch einen, der nur auf die Wand guckt. Vielleicht sind die verwandt. Hui. Hui, hui, hui. Das ist mal ein Schiff. Komm ich da... Komm ich da hoch? Nee.
Boah, ich dachte, ich könnte aufs Schiff. Das wäre richtig cool gewesen. Hier kann ich auch nicht mehr angeln jetzt. Wo soll ich jetzt die Sardinen herkriegen? Hier muss es doch gehen, ja. Gut, dann mache ich es mal ohne Wurm. Einfach nur. Plane. Guck mal, wie schnell das geht hier. Bist du eine Sardine? Ne, ein Charmed Fish. Mit Wurm. Boah, ich finde, das hat schon echt was Entspannendes. Ich habe auch das Gefühl, man wird besser. Aquatic Plant. Also Algen. Ich habe Algen gefangen. Warum sind die Würmer eigentlich so kacke? Naja, aber wir angeln einfach mal. Genießen den Tag hier an Seafront. Noch eine Alge. Schön. Wie schnell das geht jetzt hier. Ein nach dem anderen ziehen wir raus. Wenn es auch ein Schamfisch ist, dann gehe ich wieder. Ja. Gut. Wir brauchen eine andere Angelstelle. Da geht's zum Lighthouse. Da war, glaube ich, auch nichts. Gucken, ob es die alte Frau noch gibt. Aber dann müssen wir halt den beschwerlichen Weg diesen Leuchtturm hochgehen. Hey, you got a moment? You used to be friends with the lighthouse lady, right? As I remember it, we basically hated each other. Yeah. Oh, well, you at least talked to her, right? What is it? The lighthouse is in good shape now, but it's going to wear out eventually. We'd like to have replacement parts ready. Do you think you could get the parts from the junk heap for me? I'm sure the lighthouse lady would be appreciative, wherever she is. She's weg. No! Ah, vielleicht ist sie zu ihrem Lover gefahren. Yeah. Oh, thank you. I think we'll need 10 broken lenses and 10 broken batteries. While you're at it, 10 mysterious switches would be... Das ist eure offizielle Bezeichnung. Mysterious switches. We'll need 10 broken lenses. Ja, gut, habe ich nicht. Ja. Ist auch noch was zu sagen? Nee, ne? Ach, hier kam ich ja nicht runter. Also, es ist tatsächlich recht unübersichtlich, was man machen kann, soll, darf. Es gibt ja auch nicht so richtig eine Questanzeige und wo man hingehen kann, nur für die Main Quest. Hier ist schon wieder irgendjemand. Oh, it's you. I've heard a great many stories about you. Yeah, I don't know. Oh, no need to be so modest. After all, I'm listening. I need you to retrieve 3 crates of particular import from a ship that was wrecked at sea. This cargo has likely washed ashore on all the far-flung corners of the world, so it will be a task of some difficult... Come. Ah, excellent, excellent. Oh, and... Well, now I'm curious. I was shipping some rather unique products. If you were to see them, it might place me in something of a dilemma. Hey, it's your money. You don't want me to look? Fine. Er ist diskret. Das gefällt mir. Okay, ich habe das Gefühl, die Quests sind jetzt mehr... mit rumlaufen und man bewegt sich freier in der Welt, weil man es halt auch jetzt mit der Fähre
besser überbrücken kann. Ich würde gerne fischen. Darf ich hier nicht, ne? So, du bist der komische Typ. Guck mal, hier kann man doch grandios. Ja! Probieren wir es mal. Diese spannende Musik. Da haben wir... Empty can! They swim because they can. Ui, okay, das war ein guter Fisch. Ja, habe ich gemerkt. Probieren wir es mal ohne Wurm. So, she said. Wirklich? Okay. Da wartet eine Herausforderung im Wasser. Alter, der ist krass drauf. Der ist richtig krass drauf. Ei. Ei, ei, ei. Oh. Okay. Du bist ja heftig. Na komm. Ich habe Angst, dass ich abrutsche. Ich drücke auch fester jetzt in die Ecke, weil ich das Gefühl habe, dass sie mehr abzieht. Aber jetzt gerade? Boah. Ey, wenn das nicht gleich irgendwie ein Hammerhai oder so ist. Aber der wird mir eh entwischen. Das wackelt nämlich schon. Uiuiui. Oh. Ey, das ist richtig anstrengend gerade. Angeln soll Spaß machen, nicht anstrengend sein. Oh, da wäre ich fast abgerutscht. Komm. Komm. Wehr dich nicht. Du willst doch auch. Du willst die Welt sehen. Was bietet dir denn das Meer? Kannst in meinen Taschen bleiben und dann coole Abenteuer erleben. Oh nee. Oh nee. Ey, der wehrt sich richtig. Nein. Komm, 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 komm. Bitte. Ich verliere jetzt auch langsam Konzentration dafür. Yes! Was ist es? A Bream. That was just a Bream. Just a Bream. Just a Bream. Ich hoffe, es geht jetzt einfacher, weil ich schon einen gefangen habe. Aber ich habe ein bisschen die Vermutung, dass es hier keine Sardinen gibt. Ey, das ist nochmal so einer. Oh Gott. Geht's nicht ein bisschen schneller? Angelmann, Angelmann hat ein Fisch an der Angel dran. Er fischt hier, er fischt dort, er fischt einfach an jedem Ort mit Wasser. Denn dort wird's krasser.
Ihr werdet alle blasser, je mehr Fisch er fängt und nichts im Meer versenkt. Denn er zieht den Fisch raus. Er geht aus dem Haus, um zu angeln. Ah, fuck! Okay, ich geh. Das war nicht erfolgreich, aber wir haben einen Bream. Bram? Bream? A huge ship washed up in the... Okay. Sorry, my stock's so low. Ja, hast du irgendwas Cooles? Ja, Herbs und Salven und so. Ah, ich sehe mein Geld jetzt gar nicht, ne? Weil mein Gesicht im Weg ist. Ja, das ist natürlich nicht so praktisch. Da kaufe ich auf gut Glück. Aber wenn man nicht aufs Geld guckt, kann man auch nicht pleite gehen. Denke ich mir. Ne? Guck mal, da ist eine Kiste, die war da vorher nicht. Hey, this is one of the pieces of cargo that... Yes. Nee. She doesn't want us looking inside. So. Da guckt man nicht. Rifling through the possessions of others is a vulgar habit. Sie wird uns ja bestimmt was geben dafür. Aber da haben wir schon mal das erste. Wir müssen drei finden. Und wir fahren jetzt einfach mal in die Wüste. Wie viel haben wir eigentlich schon gezockt? Ich guck mal. Stunde 37. Ja. Da haben wir noch ein bisschen was vor uns, ne? Ein bisschen. Ein bisschen geht immer. Hm, wo war es denn hier? Da? Oh, there! Ja. Take me to the desert. The grass isn't green and the girls are in masks. Ach, ihr seid wieder da. Hey! Ihr gehört zu meiner Gruppe. Das ist schön. Lass uns Abenteuer erleben. Und Nebenquests machen. Primär Nebenquests. Ich glaube, da geht's hin, ne? Da ist ein Dreieck. Ich muss zum... Achso, nee, da ist nur... Gut. Da ist das Boot. Alter, er schwebt! Ja, geil! Das ist ja richtig cool. Also, ich habe das Gefühl, dass Emil entweder noch eine sehr wichtige Rolle spielt, oder einfach sehr beliebt war, ist, weil es ihn ja auch... Entweder gab es ihn bei Automata oder es gab zumindest so viele Easter Eggs, die auf ihn angespielt haben. Weil man auch, glaube ich, eine riesige Emil-Statue gefunden hat. Ja. Was ist denn hier los? Hier sind Schatten. Schatten in der Wüste. Ey, und nicht schlechte Schatten, so wie es aussieht. Guck mal. Das hat jetzt richtig gedauert. Speer. Oh yeah. Leather Gloves. Ja, ich würde sagen, es lohnt sich richtig gegen die zu kämpfen, weil die ja jetzt auch viel mehr coolen Stuff haben, ne? Wenn sie Stuff dabei haben. Das war's auch schon wieder. Gut, wir gehen weiter in die Wüste. Das ist echt schauen hier mit der Kamera. Ich muss halt immer so gerade sitzen, wenn ich mich zurücklehne. Bin ich weg. Da bin ich wieder.
schauen wir mal, wie sich die Wüstenstadt so gemacht hat, ne? Ich habe übrigens einen neuen Follower. Das finde ich super. 24/7 Human. Also absolut kein Roboter. Das glaube ich nicht. Aber Dankeschön, das freut mich. So, erstmal speichern. オタクシーさん?Sure, I get. Hier ist sehr strange. Thanks, Laden. Hi there. Do you carry axles and paddle boards? Kaiare desu. Tada, tototaru. Oh, great. So, kore gyusso gutsu. Gotcha. Water wheels are great, but there are tsuyo ryuta to tesso gyusso. Iron ore. Warte mal, du hast doch auch hier Quests, ne? Sardinen. Broken Lands, Broken Battery. Das ist genau vom Junkyard. You retrieved. Ach so. Genau. From A-Ship? Ich dachte, das wäre jetzt überall verteilt. Aber ja, okay, müssen wir nur mal in Seafront gucken. Staying afloat. Ich brauche Log. Ich brauche einfach nur Logs. Ich brauche sehr viele Logs. Was? Moment. Wie viel brauche ich? 4 und das andere sind 9. Das sind nach 13, ne? Iron Ores auch 3. Pink Moonflower Seeds. Und mehr war das nicht, ne? Und die Treasure Map. Was hast du denn? Der will mir nichts verkaufen, ne? Gut. Mhm. Da drüben ist der Weapon Store. Das heißt, wir gehen hier rüber. Und gucken mal, ob wir ein paar von den Sachen auch kaufen können. Das wäre natürlich Quatsch, wenn wir jetzt hier den Pink Moonflower Seed direkt kriegen könnten. Aber zumindest ein paar Loks oder so. Was hast du denn? Clay. Crystal. Oh, er hat Crystal. Okay, Crystal Rock. Nee, das meinte ich auch. Da ist schon wieder eine Nebenquest. Hallo, was kann ich für euch tun? I can do that. Habe ich. Ich habe den. And a Crystal. Ist es der Crystal, den es hier gibt? Ja. Ja, das wird schon passen, ne? Warum sehe ich nirgendwo mein Geld? Das ist doch scheiße. Wo soll ich denn hin mit meinem Gesicht? I've got your thing. Stan. What manner of set Kaizamuza Aruteru Akuru? That's a pretty specialized map. Ato. Oreitsta. 10.000 Gold, die Leute haben. Alleskönner, 20 Aufgaben. Cool. Ich bin heute echt in Trophäenform. Okay, sie hat nur Essen. Der andere hat auch nur Waffen. Das heißt Lock. Lock und Iron. Iron. Iron Ore. Nicht Iron, Iron Ore.
Ja, das ist natürlich krass teuer. Hast du auch noch was? Du hast tolle Dinge. Okay, ich habe zu früh gesprochen. Du hast nicht so tolle Dinge. Ich hatte Hoffnung in dich. Du hast mich enttäuscht. Also gehe ich wieder. So, hier hat keiner mehr was. Was war denn hier noch? Was man in der Desert noch machen musste. It's hard to believe there are plants that can grow in this desert. Yeah, this will never work. How do you mean? I mean, if plants could grow here, it would be full of them. God, books can be so stupid sometimes. Have you ever planted anything before, Kaine? Nope. Well, then you don't know. You gotta try things out for yourself. Indeed. Experimentation can often be the key to new knowledge. You guys sure are a bunch of optimists. Ich weiß aber, wo Wasser durchfließt. Ich würde gerne nochmal dahin, weil ich letzte Mal den Typen gerettet habe. Und dann war das quasi nicht mehr möglich. Fuck you! Okay. Entschuldigung. Der Tempel. Gibt's da noch irgendwas? Nee, ne? Ja, aber. Warte mal, Silver Ore? Silver Ore? Yes. Do you need the Silver Ore? Or what? I don't know. Iron. Oh. No. Er braucht noch mehr. Oh. Ja, muss man noch mal in den Tempel. Gab's da irgendwas Interessantes? Nee, ne? Komm. Muss ich mir jetzt nicht noch mal geben. Hey! Noch so ein Ding. Das kann man ja irgendwann bestimmt auch noch mal aktivieren oder so. Hier in der Ecke war ich noch nie. Ja, aus dem Grund, dass es hier nicht weitergeht. Aber gut, dann habe ich jetzt noch einmal diesen Sandsturm durchquert. Um eine Treppe runterzufinden. Ja, was ist denn hier los? Was kann ich hier machen? Fisch? Dann nehmen wir mal einen Erdwurm. Ein Sandwurm wäre noch besser, aber. Er kennt es tatsächlich gar nicht mal so gut. Aber der Fisch scheint sehr nett zu sein. Ist das ein Eimer? Sag mal, warum sind hier eigentlich... Was soll das denn mit den Erdwürmern? Da holt man ja nur Scheiß raus. Ja, Fish got away. I know. So. Jetzt hole ich mir aber mal einen.
Was lebt im Sand und kann geangelt werden? Klingt wie ein Gag. Mir fällt aber nichts ein. Ein Gecko. Nee? Okay. Ja, da kann man bestimmt irgendwas total Wichtiges rausziehen. Will ich aber nicht. Manchmal muss man auch sagen, will ich nicht. Das ist auch okay. Es ist okay, Nein zu sagen. So, schön. Endlich wieder Freiheit. Ne, also, wo ich eigentlich hin wollte, ist da vorne. Ich kann ja nicht zoomen. Wo dieses schöne Ding ist. Und wo halt auch Blumen blühen. Aber das wird mir anscheinend verwehrt. Ja, das habe ich mir gedacht. Du kleiner Schattenmann. Ich möchte ihn in der Luft gerne hauen. Warum geht das? Warum geht es nicht? Schön. In einer Reihe nacheinander weggeschnetzelt. So mag ich das. Gut, wir gehen direkt wieder. Die Frage ist, wohin? Er hat immer so gute Laune, der Typ. Lost Shrine. Wo war der Lost Shrine? Das ist Village. Northern Plains. Ja, wir gehen einfach mal in den Norden. Ich hoffe, das ist da, wo diese Holzbrücke auch war. Guck mal auf Uhr. Ist schon soweit hier. Ich glaube. Ach, da ist es. Sehr gut, ist nicht so weit. Bam, 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 bam. Genau, ich gehe jetzt nochmal zum Junkyard, hole den ganzen Scheiß ab. Vielleicht kriegt man ja noch coole Sachen. Ich könnte auch mal in dieses andere Dorf, ne, wo wir Kanye gefunden haben. Aber da wird man wahrscheinlich immer noch nicht so freundlich sein. Die Leute werden ja tendenziell eher gemeiner. Da ist ein Boot. Oder? Zumindest. Ja. Da ist ein Boot. Ah, wie kommen wir da hin? Hier mag ich die Musik auch. Das ist wirklich sehr schön. Ja, gut, werden wir später gucken. Erstmal Junkyard gucken, wie es den Typen geht, deren Mutter gestorben ist. Also, überall traurige Nachrichten. Ich fasse es nicht. Das ist eine so deprimierende Welt. To be out at the moment. Na toll. Maus, Maus. Gut, ich speichere kurz. Und dann. Ah, hol ich mir einen Kaffee. Dann gucken wir nochmal, wie es hier weitergeht. Ich lasse die Musik auch laufen.
Genau. Bis gleich. Yo, wo ist mein Controller? Da. Es geht weiter. So, wir suchen die Brüder. Zerstören Kisten. Weiß jetzt nicht. Ich gehe einfach mal hier gucken. Das ging ja letztes Mal nicht. Das geht doch immer noch nicht. Gut, ich muss die Maus fangen. Okay. Dann gucken wir hier drin. Ja, ich denke, man muss die Brüder ja finden, ne?
Nur so kommt man an die Materialien. Und so you're going to fetch parts to fix a lighthouse? Yeah. There was this old lady that helped me once, and I'm fixing the lighthouse where she used to live. Genau. Exactly who did the helping is a matter of debate, but regardless. Ja, vielleicht ist hier ja jetzt neuer Shit zu entdecken. Ach ja, hier war es mit den Türen, die nicht aufgehen wollten. Wir gehen erstmal die offensichtlichen Wege und dann machen wir Türen auf. So, über 2 Stunden. Ja, wir schauen mal, wie lange wir da drin sind. Sonst, ja. Wir machen ja heute Abend noch Resident Evil. Nachher wird das zu viel. Aber die Sonne ist jetzt eh nicht mehr da. Ist ja nicht so, dass ich rausgegangen wäre. Aber ich war heute tatsächlich schon raus. Und das reicht. Einmal raus am Tag ist okay. Ah, wo geht's denn hier lang? Oder habt ihr keine Lust auf Magic? Ja, ihr seid sehr... Ihr habt sehr viel Angst. Finde ich gut. Maschinenöl. Erwerb. Speer Magic. Guck mal. Ich sammle hier so viel auf. Da muss doch irgendwas fürs Lighthouse dabei sein. Durchgetrenntes Kabel, Broken Battery. Ich meine, das war mit dabei, ne? Die Broken Battery? Oder? Unfassbar, oder? Wo ist es? Das Menü finde ich immer noch sehr komisch. Incomplete Quest. So. Sardinen kann ich nicht. Lighthouse. Broken Batteries, genau. 4 habe ich erst. Broken Lenses und Mysterious Switches. Das waren die Cargos. Lock. Lock ist doch einfach nur ein Baumstamm, ne? Wooden Lock. Baumstamm. Baumstamm. Links oder rechts? Hier geht's nicht lang. Aber hier sind Gegners und Gegners sind gut. Tja, wo bin ich? Wo bin ich? Oh, verdammt. So, 1 kaputt, 2 kaputt. Du kaputt? Oh, es kommen immer neue. Gut. Oh. Zack. Ach, du kommst nicht mit. Schön. Okay, das war ein sogenannter Challenge-Raum. Für die Leute, die es nicht wussten. Ich übersetze das gerne. Ein weiterer Challenge-Raum. Und es wird langsam unübersichtlich, wer meine Freunde sind, wer Gegner. Nicht, weil sie beide Robotergesichter haben, sondern weil die ganze Zeit Attacken durch den Bildschirm fließen. Das zum Beispiel, diese Magic-Attacke, ist schon krass. Kanye hilft auch mit. Ich habe auch ein bisschen das Gefühl, dass wir sehr viel Unnützes aufsammeln. Habe ich eigentlich schon mal Dinge verkauft?
Also von den abgebrochenen Antenne und so. Ich schätze, das wird schon nicht so wichtig sein. Weil man es ja auch am laufenden Band hier kriegt. Man ist schon wieder so flink auf den Füßen. Ups. Strip Boat. Das ist doch irgendwie. Das bringt doch nichts. Alter. Deine Magic ist cool. Gut. Haben wir das? Haben wir dies? Laden wir einfach vorher auf. Hey Leute. Okay. Das war ja richtig dumm. Das war ja richtig dumm. Na gut, ich dachte, ich mache jetzt die Ultra-Attacke. Naja. Man kann nicht immer gewinnen. Ja, hier kann man Kisten kaputt machen. Das. Oh, Dented Metal Board. Das ist gut. Das ist sehr gut. Mysterious Switch, das ist noch besser. Der Raum gefällt mir. Könnt ihr den nochmal machen? In den Kisten. Okay. Was passiert, wenn ich zurückgehe? Nix. Gut. Das bedeutet, jetzt ist Zeit, mit den Elevatoren zu fahren. Hier geht's nicht hin, ne? Wusste ich. Wo ging es hier lang? Ja, das war auch wieder so ein komischer Raum. Habe ich gerade geheilt? Nee, oder? Ich glaube, hier ist ein Aufzug. Ja, ne? Yes. Wo gehen wir hin? 2F. Es ist so dunkel draußen, aber das. Die Kamera sieht trotzdem sehr hell aus. Komisch. Ach, hallo, Freunde. Probier's halt auch jedes Mal, ne? Es ist auch nicht so, dass man es aufschießen könnte. Gut. Wäre ich mir sehr dumm vorgekommen sonst. Habt ihr noch was? Komm. Was ist hier los? Das ist der Raum? Not very impressive. Muss ich zugeben. Mm-hmm.
kleinen Moment. Einmal was umstellen. So, okay. Das war da, das war da. Das bedeutet, wir gehen jetzt erstmal zum anderen Aufzug. Ne? Nämlich zu ihm. Du bist B1. Nanu? Da darf man nicht mehr durch. Boah. Also, muss man jetzt quasi da farmen? Das fände ich schon uncool. Na gut. Gehen wir wieder raus, ne? Vielleicht sind wir jetzt wieder da. Aber man findet ja auch keine Hinweise oder so, ne? Das stört mich schon. Gott, das ging recht schnell. Ja, aber wo sind sie? Das kann ja nicht sein, dass ich jetzt hier eine Quest habe, die ich nicht abschließen kann, weil die Feierabend haben. Was ist denn überhaupt hier? Wir müssen ja... das Water Wheel, genau, das müssen wir noch reparieren. Iron Ore und Lock. Wo finden wir das? In der Desert gab's es nicht. Da gab's die vier Händler. Dann... ja, in dem Dorf da hinten, ne? Ich glaube, wenn wir uns einen Eber schnappen... ich versuche nochmal hier zu landen irgendwo. Es geht nicht. Okay. Wenn wir uns einen Eber schnappen, könnten man da ja auch recht fix hin. Aber das ist echt komisch, ne? Es wird explizit angezeigt, dass hier was ist. Dass man hier hin kann. Ja. Ach du. Ich bin direkt an Bord. Ja, ist doch eine Abkürzung gewesen. Hey, hey, yes, lad. Is there a way to swim using magic or... no. Now. Wir gehen nochmal hier ins Dorf. Ja.
Ich mache die jetzt nochmal, weil ich glaube, dass die vielleicht auch was Sinnvolles fallen lassen. Ich habe aber ein bisschen die Vermutung, dass ich die Logs und Iron Ores nur hier quasi so am Rand finde. Was ist es? Armored Enemies. Brauche ich kein Tutorial für, die sind einfach nur härter. Wahrscheinlich gibt es da auch noch irgendwas zu, aber will ich jetzt auch nicht. Old School Book. Warum denn auf ihn? Das geht doch nicht. Kannst doch nicht einfach hier den Eber abwerfen. Okay. Es hat länger gedauert, als ich wollte. Aber nein. Okay, wir gucken dann nochmal schnell und dann ist auch Schluss. Ich bin jetzt auch ein bisschen raus irgendwie. Und nachher sollte ja auch noch Resident Evil kommen. Da muss ich auch mich erstmal drauf vorbereiten, weil ich sonst zu viel Angst habe. Bin ich ganz ehrlich. Ich bin Schisser. Gut, hier ist nichts. Die Musik bringt auch schon wieder gute Stimmung rein. So, was ist hier los? Das ist noch alles da. Aber hier ist ja auch einfach nichts, ne? Soll ich hier wirklich nochmal durch? Die hassen mich bestimmt immer noch alle. Ja, komm. Das ist die letzte Aktion. Ich habe nicht viel Hoffnung, aber wir haben einige Quests angenommen. Haben wir eine fertig? Nee, ne? Wir haben keine Quest geschafft. Oder doch? Doch, die Kinder. Ja. Die Diebe. I'm done believing in people. Ja, du. Öffne dein Herz für andere Menschen. Nothing matters anymore. Auf jeden Fall nicht so einladend gerade. Da leuchtet was. Da will ich hin. So, hier wohnt der Master Chief, ne? Das war knapp. Das war knapp. Don't talk to me. Gut, die trauen sich also alle nicht mehr raus. I can't trust anybody anymore. It's over. It's all over. What do you want? Just leave me alone. Es tut mir ja leid. Okay, ich glaube, die sind verloren. Ich versuche nochmal hoch. Okay, du redest gar nicht mehr mit mir. I'm not going outside. Never, no matter what. Gut. Point. Hey, who is that? Willst du mit mir reden? Nee, ne? Hey! Euch hat man ja noch gar nicht gesehen. Man, I was so tired of holding up in door. Welcome. Was ist denn hier los? Come back soon? Ja, klar. Make sure you stock up on this. Cool. Ihr habt euch wieder hier was aufgebaut. Das ist doch echt schön.
I'd almost forgotten what the breeze felt like. Ja, Mensch. My weapons may not be the latest and greatest, but my selection can't be beat. Was hast du denn? Max. Ich weiß, dass man, glaube ich, viele Waffen sammeln muss, um auch andere Enden zu kriegen. Aber ich bin mir nicht sicher, ob ich das will. Weil die sehr teuer sind. So, haben wir hier Pink? Nee. Scheiße. Aber Blue. Und Red. Die wollte Pink, ne? Um nochmal nachzusehen. Pink Moonflower. Ja, dann hauen wir nochmal die Kisten kaputt. Na, ja, da ist tatsächlich nur sowas drin. So spannende Sachen habt ihr, glaube ich, nicht. Gut, das ist jetzt natürlich nicht gründlich. Aber viel unterscheidet sich da tatsächlich auch einfach nicht. Okay. Ach so, der Weg ist jetzt kaputt. Nee. Doch. Ja, tut mir leid, die Leute da hinten. Ihr habt halt jetzt keinen Weg mehr. Ihr braucht halt einen stärkeren Willen. Denn nur wo ein Wille ist, ist auch ein Weg. Hops, hops. Okay, alle Shops abgeklappert, niemand hat was Cooles für mich. Ich weiß nicht, wo es lang gehen soll. Moment. Da. Eigentlich... Ich muss das Wasserrad reparieren. Ich vergesse es die ganze Zeit, weil es auch nach so einer belanglosen Aufgabe sich anhört. Aber irgendwas Spannendes wird da ja schon passieren. Und eigentlich wollte ich auch auf dem Weg noch ein paar andere coole Sachen holen. Das wird mir jetzt natürlich verwehrt, dadurch, dass die Schmiedemeister nicht da sind. Im Dorf gibt es keine Loks. Kann ich Bäume fällen? Nee. Gibt's in dem Wald, der Text-Adventure-Wald, gibt es da was? Ah, zum Glück ist wieder ein Eber hier. Komm her, Eber-Express. Da ist was Interessantes. Koffer. Ich bin mir nicht sicher, ob da ein Händler war. We shall see. Ah, the home of that blasted dream. Yeah. Truly a nightmare I hope never to experience again. I hear ya. Ich habe ja letztes Mal auch die Quest. I haven't had any dreams at all lately. Ach gut.
letzte Mal die Quest verkackt. Wollte ich zurückkommen und die später machen. Ich glaube bei ihr, ne? That big tree in the heart of the village. Tja, nicht geschafft. How have you been lately? Me? Cool. Aber ihr habt jetzt nicht wirklich irgendeine Wirtschaft aufgebaut, dass ich mir hier Sachen kaufen kann? Nee, ne? Gut. Dann gehe ich wieder. Dann schaue ich noch einmal im Dorf vorbei. Wenn da nichts ist, gucken wir endlich bei der Blume rein. Und wehe, die ist jetzt wieder verdorrt. Verdorrt. Verdorren. Kaputt. Sir? Was ist denn hinten los? Komm. Haben wir dann nochmal schön Kampf mitgenommen. Komm her. Turbo. Hallo, Fährenmeister. So, Nears Village. Desert, Lost Shrine. Oh, das ist da, wo ich nicht hinkam. Ah, wie spannend. Wie spannend. Ah, da gehen wir nochmal hin. Vielleicht kann man da auch irgendwo speichern. Ne, ich kann schlecht aufhören, ne? Ich wollte seit einer halben Stunde, glaube ich, schon. The Lost Shrine's up ahead, just past this cave. As well as the Shadow Lord's castle. Let us make haste. Na gut. Gehen wir mal dahin. Es wäre schön, wenn ich speichern könnte. Ja, da sehe ich doch ein Speichersymbol. Sehr schön. Dann haben wir doch unseren Weg gefunden. Können in Ruhe abspeichern. Nächste Mal weitermachen. Dann besiegen wir den Shadow Lord. Und dann sind bestimmt auch wieder die Schmiede da. Und können uns was Schönes zusammenschustern und uns tolle Sachen verkaufen. Hier sind wir auch in den Bergen. Das bedeutet, hier kann man auch coole Dinge finden. Ich denke da an Ores. Alter, ich glaube, ich muss den ganzen Berg noch besteigen. Muss das sein? Na gut. Und dabei immer die Leitern. Uiuiuiui. Ein beschwerlicher Aufstieg.
Okay, wir sind im Berg. Aber noch nicht über den Berg. Ah, das ist der Schrein. Das ist die Interior. Da war gerade ein Zeichen, was Exterior bedeutet. Okay, ja, hier sind jetzt auch noch Kämpfe. Leute, die Folge wird das nichts mehr, glaube ich. Kann ich hier jetzt einfach raus? Ja, gut. Ich gehe raus. Ich gehe irgendwo hin, wo ich speichern kann. Dann war's das. Allzu lange will ich die Folgen nicht machen und wie gesagt, ne? Steht ja auch noch anderes an auf dem Kanal. Das ist ja hier eine ganze Content-Welle, die auf euch zukommt. Ups. Ja, das war sehr gut. Ich kann sehr schön zielen. Ach, jetzt sieht man auch das Kreuz da. Das heißt, es ist schon richtig, dass ich da hingehe. Schön. Also, zurück ins Village. Ja, das passt ja auch, ne? Gehen ins Village zurück und nachher kommen wir zurück mit Resident Evil Village. Alles ist ein Kreislauf. Ja, aber schöne Folge. Hat mir Spaß gemacht. Konnte ein bisschen schnetzeln. Man konnte ein bisschen Story erfahren. Wir haben ein Verbrechen aufgeklärt. Das ist die Plant. Kann ich sie? Ich kann sie nicht wässern. Na gut. Guck nochmal im Haus, ob wir Zinsen bekommen haben. Nee. Gut. Okay, dann speichere ich hier ab. Ich sag danke fürs Zuschauen. Ich freue mich auf die nächste Session. Und dann sehen wir uns bald. Tschüssing.